Jo Leute und herzlich willkommen schon wieder zum Themenvideo. Wir sprechen heute über die Heucheleien vom Intave-Team, weil das ja so schlimm ist in Minecraft zu cheaten und dass das ja illegal gemacht werden sollte und dass man die alle verklagen sollte, weil sie cheaten. Und darüber, dass Leute im Intave-Team tatsächlich einen Client machen, was ich jetzt schon sehr lange wusste und dieses Video echt verspätet kommt, das wissen wahrscheinlich schon echt sehr, sehr viele Leute. Aber die Grund-Community von Gomme weiß es halt noch nicht und genau deshalb mache ich dieses Video, weil einfach die Community von Gomme mal wissen soll, wie unglaublich scheinheilig die Intave-Leute sind. Sie wollen Cheating-YouTuber anzeigen dafür, dass sie cheaten. Sie wollen Leute anzeigen dafür, dass sie cheaten auf Gomme HD. Und am Ende des Tages haben sie dann im Team selber Leute, die am Anti-Cheat mitarbeiten, die einen Hack-Client machen. Ja, das macht natürlich Sinn. Erstmal die eigenen Teammitglieder in den Knast schicken, weil die gehen ja erstmal in den Knast fürs Minecraft-Cheating. Das ist so unglaublich dumm. Ich verstehe nicht, wie man auf der einen Seite so radikal wirklich einfach sagen will, dass etwas illegal ist, dann aber genau das Gleiche in seinem Team zu haben, also die genau gleichen Leute im Team zu haben, gegen die man eigentlich vorgeht. Das ist halt das Scheinheiligste und Widersprüchlichste, was man sich eigentlich nur vorstellen kann. Es ist nicht in Worte zu fassen, wie dumm es auch ist, überhaupt jemals so eine Regel aufstellen zu wollen, mit Cheating ist illegal, wir zeigen euch an und alles Mögliche. Und dann hat man selber jemanden im Team, der cheatet. Das läuft dann auch vor Gericht sehr, sehr gut ab, wenn man so jemanden dafür verknacken will, dass der auf seinem Server cheatet und man da die Server kaputt hat. Und dann hat man in der eigenen Firma einen Mitarbeiter, ich weiß ja nicht mehr, ob der angestellt ist, stelle ich ja groß in Frage, dass da überhaupt irgendjemand angestellt ist, läuft alles hundertprozentig schwarz ab. Und dann sitzt man da vor dem Gericht und muss erstmal erklären, wie ein eigener Mitarbeiter, der an dem eigenen Anti-Cheat mitarbeitet, was da verkauft wird, um die bösen Cheater, die man ja verklagen will, vom Cheaten fernzuhalten, selber einen Hack-Client macht, wogegen man ja vorgehen will. Also wirklich, wie hirnverbrannt muss irgendjemand ansatzweise sein, Cheating illegal zu machen, wenn man selber einen Hack-Client hat. Also klar, es war jetzt nicht Lennox' Idee, das mit dem Cheating, das war wahrscheinlich Richies Idee, aber letztendlich ist er trotzdem in dem Intave-Team und wenn man halt so jemanden im Intave-Team hat, der halt wie gesagt einen Client macht, dann kann man doch nicht sagen oder irgendwie versuchen, Cheating illegal zu machen. Das ist einfach nur dumm. Es ist von vorne bis hinten einfach nicht durchgedacht, einfach hirnrissig und einfach nur dumm. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich meine, dass Intave scheiße ist, sollte man jetzt langsam mal gemerkt haben. Es ist wirklich nichts Besonderes, dass dieses Polar.shit wirklich sogar ein besseres Anti-Cheat. Ich meine, auch hier, man hat ja als Cheater überhaupt keine Vorteile, wie man sieht. Man kann da unmöglich gegen andere gewinnen und ja, was soll ich sagen, es ist einfach wunderschön, wirklich einfach wunderschön. Ich kann es nicht anders in Worte fassen, es ist einfach nur schlecht, es ist wirklich schlecht. Lennox war ja auch in meinen Streams und hat sich derbst darüber lustig gemacht, so mit Polar und so. Und er macht selber einen Client. Wirklich, ich weiß nicht, wie man so stark auf beiden Seiten vertreten sein kann, einen Hack-Client zu machen und Cheating zu machen, einen Anti-Cheat zu machen. Klar kann ich es irgendwo verstehen, weil die Cheater machen natürlich die besten Anti-Cheats. Siehe Buddy, siehe Keksbite-Anti-Cheat, klar, macht das irgendwo Sinn. Aber dann halt in einem Team zu sein, wo die Meinung halt so vertreten wird, wie sie vertreten wird, ist halt einfach nur peinlich. Also es ist wirklich einfach nur peinlich von allen Seiten aus. Von Richies Seite aus, weil er einen Cheater im Team hat, der einen Hack-Client macht und Leute anzeigen will, die cheaten. Und von Lennox Seite aus, dass man in so einem Team ist, wo Leute fürs Cheaten anzeigen wollen und man dann halt selber einen Hack-Client macht und da im Team ist. Ich verstehe es nicht. Von Lennox ist mir eigentlich so am Anfang noch ein bisschen schlau rübergekommen, aber nach den letzten Dingen, die man da so von ihm gesehen hat, ist es halt einfach nur traurig. Die sind halt alle einfach arrogant, haben ein kaputtes Ego, machen absolute Scheiße den ganzen Tag und haben wirklich wegen der Scheiße halt so ein kaputtes Ego, was sie machen. Und ich verstehe nicht, wie sie so ein kaputtes Ego haben können, weil sie halt wirklich nichts
Gutes in ihrem Leben hinbekommen. Ich meine, Intel absolut versagt. Wirklich absolut versagt auf voller Linie. Und keine Ahnung, ich verstehe es einfach nicht. Ich werde es auch niemals verstehen. Da auch einfach über 3er KD gerade noch gehabt. Ja, man hat aber keinen Vorteil hier auf dem Unterschied. Ich meine, ich spreche ja nur nebenbei gerade ein Video ein. Es ist sehr, sehr schwer hier auf dem Anti-Cheat gegen die Legels was zu machen. Also es ist wirklich eine Unmöglichkeit, hier irgendwie Vorteile als Cheater zu bekommen. Vor allem auf 0 Stunden. Und wenn das Trust-Factor-System ausnutzt, ja noch viel schlimmer. Aber hey, ich zitiere Intafe. Das Trust-Factor-System ist ja da, weil die blöden Cheater sich ja immer darüber über die Legelflags beschweren. Das ist bestimmt nicht für die Legels da, dass die da weniger Legelflaggen oder so. Nein, das ist nur wegen den Cheatern, die sich beschweren. Das ist übrigens ein Zitat von einem Intafe-Teamler. Der hat das selber so gesagt, dass die Cheater sich da über die Legelflags beschweren und deshalb das Trust-Factor-System da ist. Also, bevor da irgendjemand sich über meine Wortwahl beschweren möchte, ist es nicht meine. Es ist die dumme Wortwahl eines Intel-Teamers, wie eigentlich immer. Wen wundert's? Ich denke mal niemanden. Aber man möchte es ja trotzdem mal anmerken, ne? Ach ja, das ist einfach schön. Das macht einen wirklich einfach zutiefst glücklich hier. Wirklich alles. Das ist einfach sehr, sehr geil. Ja. Irgendwas wollte ich über dieses Thema noch sagen, aber der gute Haze nimmt halt nie Themenvideos nachrecorded auf, doch manchmal schon, aber meistens nicht. Ich kann ja wieder Timestamps in die Beschreibung machen, falls es mir noch einfällt, aber sonst bin ich tatsächlich mit dem Thema ziemlich gut durch. Den Client werde ich ja auch gar nicht ansprechen, weil dann würde ich ja Werbung für irgendeinen Eumel-Client von den Intafe-Teamern machen und to be honest ist der auch nicht besonders gut. Das Design ist halt Standard, wir machen mal schön ein bisschen Blur auf alles und dann sieht das schon gut aus. Und keine Ahnung, von den Videos, die ich bis jetzt gesehen habe, habe ich nur Negatives gesehen. Und am Ende des Tages meinen die Devs dann natürlich, die User haben die Configs falsch eingestellt. Ist irgendwie immer so, aber irgendwie bei meinen Clients werden die Configs immer mitgeliefert, dass die Clients schon richtig eingestellt sind. Also liegt das dann an den Client-Devs oder an den Usern, dass sie den Client nicht richtig einstellen können? Aber ich würde mal sagen an den Client-Devs, weil wenn die Client-Devs ihren eigenen Client ja einstellen können, dann könnten sie ja ohne Probleme auch eine Config mitliefern. Oh ne, das ist ja nicht möglich. Das ist ja bestimmt dann immer User-Issue, wenn der Client scheiße rüberkommt, wie ein Haufen Scheiße, der Scaffold flaggt. Aber naja, ne? Es ist halt immer das Gleiche am Ende des Tages. Die Ausreden sind immer die gleichen. Und sie werden auch immer gleich bleiben, weil es immer die gleichen Versager sind, die irgendwie immer gleich denken. Und ja, es ist einfach nur wunderschön. Das ist wirklich einfach nur wunderschön. Okay, EQ-Issue von meiner Seite. Übrigens fast 4er KD inzwischen. Ist ja so schwer hier zu gewinnen auf diesem Intafe-Eumel-Anti-Cheat. Oh Mann, ey, wirklich, es ist so traurig. Es ist einfach nur so traurig. Gommisch wird auch langsam einfach aussterben. Ich sehe es von Tag zu Tag mehr, wie dieser Server langsam ausstirbt. Ich meine, ich glaube, es wird auch keinen neuen Zuwachs mehr geben. Das ist vorbei. Das ist einfach vorbei. Aber eine Sache muss man denen ja lassen. Sie haben Backtrack auf 0 Stunden einigermaßen gefixt. Das haben sie endlich mal nach, ich glaube, 2 Jahren von Backtrack hinbekommen, das auf 0 Stunden einigermaßen zu fixen. Natürlich kannst du noch mal Infinite Backtracken auf anderen Stunden, weil Intafe halt. Man möchte die Legels ja nicht flaggen lassen, wenn man laggt. Und man kann bestimmt nicht beides schaffen. Backtrack fixen und laggende laggen lassen. Aber naja. Es ist halt Intafe inkompetent. Es wundert niemanden, dass sie das so machen mussten, wie sie es gemacht haben. Und kann der bitte aufhören, seinen fucking Bogen zu benutzen? Oh, der Bogen ist weg. Sehr gut, der Map changed. Aber auch mein Stat changed. Ist einfach meine Stats haben sich verändert. Naja. Gut. Ja. Ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like und einen Kommentar da. Weil ich glaube, ich habe jetzt wirklich alles gesagt, was ich sagen wollte. Und ja.
Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Eject. Da kommt ja demnächst einfach ein riesen Recode, was den Client noch tausendmal besser gemacht hat. Ich meine, es ist gerade insgesamt schon besser als jeder andere Grommer-Client. Aber das macht es einfach nochmal besser, das Update, was halt schon geisterkrank ist. Es hat halt... Yannick hat am Anfang nur eine Kill-Aura drin gehabt, womit er getestet hat. Und er hat halt nur mit Kill-Aura, ohne Velocity, ohne alles, ohne Backtrack, ohne alles, einfach gegen andere Clients gewonnen, ohne Probleme. Und ja, da muss ich überhaupt gar nichts mehr zu sagen an der Stelle. Ich würde sagen, lasst ein Like und einen Kommentar da. Vor allem den Kommentar würde mich gerne über eure Meinung in den Kommentaren freuen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder oder beim Stream. Ich streame abends eigentlich sehr oft. Könnt ihr ja immer mal vorbeischauen. Macht die Glocke an, dann bekommt ihr auch Notifications, stellt euch vor. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Übrigens auch zwei Videos wieder hier in BuildF aufgenommen, ohne Bann, gar kein Problem. Weil warum sollte man auch gebannt werden? Kennt man ja nicht. Auf Intave ist sowas vollkommen unmöglich, auf 0 Stunden gebannt zu werden. Kann ich übrigens auch nochmal beweisen, dass es wirklich 0 Stunden sind. Ja, 13 Minuten habe ich. Das geht ja auch nicht im Bild FFH hoch. Und ich habe hier zwei Videos aufgenommen. Gut, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und noch einen wunderschönen Tag, wie gesagt. Ciao, ciao.